Man staunt ja, welche Handlungsmöglichkeiten Schulleiter oder Schulleiterinnen von staatlichen Schulen in der Bundesrepublik haben. 90% von denen sagen immer, sie können nichts machen. Es gibt die Curricula und die Lehrpläne und die Noten. Die können unheimlich viel machen, ja, mit einem wahnsinnigen Handlungsspektrum. Genauso sieht es bei Universitätsleitungen aus oder genauso sieht es eigentlich überall aus, ja, dass die Handlungsspielräume sehr groß sind. Sie werden aber von den wenigsten genutzt. Der Grund, weshalb man das nicht nutzt, den würde ich überhaupt nicht moralisieren, sondern als Sozialpsychologe würde ich sagen, alles, was ich tue, was abweicht von dem, was alle anderen tun, erzeugt erhöhten Orientierungsaufwand für sich selbst. Ja, wenn man sich gewissermaßen nicht an die Infrastrukturen und die Leitplanken hält, muss man selber beginnen, sich etwas zu erklären. Und dann muss man Strafverschärft auch noch den anderen erklären, was man sich erst mühsam erklärt hat.